Guten Tag und herzlich willkommen zur Tagesschau. Nein, wir bauen eine Hexagon-Bar, also eine Hex-Bar für Kreuzheben. Also die Leute, die schon mal im Gym waren, die kennen das mit Sicherheit. Für alle anderen, Kreuzheben ist halt großer Rückenmuskel. Und ich zeige euch das mal eben, wie man das macht. Und dann versteht ihr auch, warum das wichtig ist. Also normalerweise, nehmen wir mal hier diese Stange. Kann man auch mit einer Stange machen, Kreuzheben. Dann fühlt man das Gewicht so nah wie möglich an den Schienbeinen entlang. So richtige Kraftsportler, die haben dann auch kaputte Schienbeine immer davon. Und führt die halt nach oben. Und diese Bewegung, na, hier, das ist Kreuzheben. Und um die halt ein bisschen sinnvoller zu machen, die Bewegung, kann man das Gewicht halt auch einfach seitlich vom Körper hochführen. Und ich habe das mal aus Draht nachgebaut, das sieht dann ungefähr so aus. Ne? Und wie ihr seht, muss ich dann nicht darauf achten, dass das Gewicht möglichst nah irgendwie am Körper ist, weil es ist definitiv auf der Längsachse halt neben dem Körper. Und dann kann man ein bisschen schlunzen bei der Ausführung. Es funktioniert aber trotzdem ganz gut. Und dieses Ding habe ich nicht. Kostet, wenn du es kaufst, 130 Euro. Ja, oder man kauft sich halt einfach ein paar Eisenstangen und baut sich das quasi dann selbst. Wir haben eine Rohrbiegemaschine hier. Wir haben ein Schweißgerät da. Flex haben wir sowieso. Also eigentlich, bis auf das Know-how, haben wir alles. Und darum geht's heute. Ich zeige euch, wie man das baut. So, los geht's. Das war doof. So. So, wichtig, wie dick ist der Durchmesser von dem Gewicht, Simon? Ja, komm. Sehe ich aus, als wie, viel, wie viel ist das hier, dieses Loch? 30 mm Material kaufen. Kann man bei eBay kaufen. Das hier sind 2 Meter Stangen. Ich habe schon Markierungen gemacht. Ich habe mir sogar auch Pfeile drauf gemalt, in welche Richtung ich die biegen muss. Weil das ist nachher so ein bisschen tricky, ne? Weil der eine geht so, der andere geht so. Und damit ich das nicht falsch biege, weil ich habe nur ein extra Rohr, habe ich mir das aufgemalt. Hier sieht man die Markierung bei mir, das ist immer meine Oberseite, das heißt, ich biege immer so, dass das halt in eine Richtung zeigt. So, hier ist das andere oben, na, das messe ich gleich auch nochmal nach, dann wenn das eingespannt ist. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich habe mir eine Schablone geschnitten, keine Ahnung wie viel Grad, so schieß mich so 120 oder so, habe ich einfach von meiner Schablone, von meiner anderen Schablone, also ich habe das gebogen, so wie es gut aussah. Und dann habe ich gesagt, gut, das wird es jetzt. Logisch, ne? Also kann man natürlich auch alles berechnen. Nur, naja, es soll halt schön aussehen. Stabil sollte eigentlich genug sein, weil es dickes Material. Und dann geht das los. Hier, Rohrbiegemaschine ist schon fertig eingestellt. Und jetzt wird eingeführt. So, tun wir mal. Also muss die Markierung unten sein. Das, was bei mir sonst oben ist, ist unten. Logisch, ne? Das ist schon gut so. Wollen wir mal, Simon? Ja, ne? Let's pump it. So, und jetzt kommt nämlich Kraft drauf. Und ich verbiege Eisen. Tue ich wirklich. Und ich gucke gleich, ob der Pfeil auch in die Richtung geht, wie ich mir das vorstelle. Hier ist die Gegenseite von der Schablone. Ne? Kann man immer hier nach arretieren, aber muss auf jeden Fall noch gepumpt werden. One eternity later. Ja, wie macht man das ohne Eisenbiegemaschine, Rohrbiegemaschine? Ich würde sagen, gar nicht. Weil das ist eine scheiß Idee. Man kann natürlich auch heiß machen und kloppen und so ein Quark, aber naja. Ich denke nicht, dass ihr das hinkriegt. Wenn ihr das hinkriegt, Respekt. Aber glaube ich nicht dran. Möchte ich ein Video von sehen. So, wir nähern uns dem ganzen Quark. Wird noch ein bisschen gepumpt. Ja. Das Problem ist, wenn man zu viel macht, ist auch scheiße. So, jetzt würde ich sagen, bin ich da, wo ich noch einen? Einen noch, komm. So. Sieht schon mal nach einem gebogenen Stück Eisen aus. Moment der Wahrheit. Siehst du das? Ey! Ja, ist perfekt. So, und das ist der erste Teil und der Pfeil geht in die richtige Richtung. Da ist der Pfeil. Seht ihr das? Na, ist natürlich jetzt ein bisschen zerdrückt, aber... Ey, einmal über Sachen nachdenken vorher, ne? Hast du keinen Ärger. Ich biege jetzt die anderen Winkel auch noch durch. Prinzip aber verstanden.
Interessant wird es ja gleich beim Schweißen, weil da bin ich echt kein Meister drin. Na, also bis gleich. Die Rohre sind gebogen, jetzt wird geschweißt. Don't be hating, ich bin nicht der beste Schweißer. Um nicht zu sagen, ich bin relativ schlecht da drin. Aber da kommen auch wieder die Regeln, viel hilft viel und doppelt hält besser. Also das kriegen wir schon hin, dass das hält. Und schön aussehen ist dann halt nebensächlich. Es muss funktionieren, es muss halten und das ist das Wichtigste. So, los geht's. Also ein Schönheitswettbewerb gewinne ich damit nicht. Enthält aber auf jeden Fall. Komm Simon, nochmal nah dran. Ist okay. Hier kommen jetzt noch Querstreben, die einmal mehr Stabilität geben und die natürlich dann nachher der Griff sind. Ne? Die muss ich jetzt aber erstmal schneiden. Dann muss ich da ein bisschen die Rohre so rausflexen, dass sie hier den gleichen Winkel haben, also da so reinpassen. Und dann werden die auch festgebrezelt. So, jetzt wird nochmal geschweißt. Ich sage ja, ich bin nicht der Meisterschweißer. Aber das hält. Und das ist das Wichtige, jetzt gehe ich nochmal mit der Schrubbscheibe drüber, mache mir die ein bisschen schön, dann gucke ich nochmal, ob ich alle Stellen auch wirklich zugeschweißt habe. Und wenn das der Fall ist, kommt dann nochmal Lack drauf. Und dann würde ich sagen, ist das Ding fertig. Also, ihr könnt jetzt entscheiden, welche Farbe das wird. Rosa, schwarz, wie auch immer. Ne? Schreibt das in die Kommentare. Ansonsten, schweißen übe ich nochmal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.